Der spirituelle Name Adinath. Adinath ist ein spiritueller Name für Aspiranten, die das Mantra haben Om Namah Shivaya. Adinath ist eine Verkürzung des Sanskritwortes Adinatha. Adinath ist insbesondere die Aussprache, wie sie in Nordindien üblich ist. Insbesondere ist Adinath die Hindi-Aussprache von Adinatha. Adi heißt ursprünglich, Natha heißt Herr und Meister. Adinath ist der Name von Shiva, der besonders im Hatha-Yoga eine Rolle spielt. Denn die Hatha-Yogis werden auch als Nath-Yogis bezeichnet. Und der ursprüngliche Natha, der ursprüngliche Meister der Hatha-Yoga-Tradition ist Adinath, also Shiva. Wenn du den Namen Adinath bekommst, dann kannst du dir bewusst sein, dein ursprünglicher Meister ist Gott selbst. Und du möchtest auch Meisterschaft erlangen, Natha, um zum ursprünglichen Adi zurückzukehren. Letztlich, was auch immer geschieht, was auch immer in deinem Leben passiert und was auch immer dich durcheinander bringen mag, du bleibst immer verankert im ursprünglichen Adi. Und aus dem ursprünglichen heraus bekommst du die Kraft, dein Leben zu meistern, Natha, egal was geschieht. Verschiedene Sachen passieren, aber du kannst lernen, davon nicht unterzugehen. Du kannst lernen, Natha zu bleiben, Meister zu sein über alle Aspekte deines Lebens. Eine weitere Bedeutung von Adinath ist natürlich auch, dass du dich selbst als Diener des ursprünglichen Meisters ansiehst. Gott ist der ursprüngliche Meister, auch Shiva genannt. Du bist Diener und du willst nicht anderen Meistern dienen, sondern nur dem ursprünglichen Meister. Und du dienst anderen Menschen nur in dem Maße, wie sie dir helfen, den ursprünglichen Meister auch zu erfahren, zu entdecken, ihm zu dienen.